Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Zwergenschilde. Wir spielen 7 Days to Die. Und jetzt habe ich mal geguckt, ich habe irgendwo was gefunden, wie der Angriff funktionieren soll. Das heißt, wir müssen hier was in Input reinlegen, da oben Holz rein, also Holz oder Brennmaterial reinlegen, hier noch das Clay reinlegen und dann soll das funktionieren. Ich habe auf jeden Fall schon mal Forged Iron bekommen und eine Fire Axe gemacht. Die Pickaxe repariert. War da noch was? Ja, sicher. Ich habe meine Pistole repariert, weil ich mir Repair Kits gemacht habe. Und ja, also es läuft, es läuft. Da bin ich zufrieden für. Kann man nichts machen, kann ich nichts gegen sagen. Muss ein bisschen was essen. Ich bin froh dabei, dass das jetzt funktioniert. Hier haben wir 51, sind gleich auf 100. Dann gehen wir ein bisschen Holz holen im Wald mit dem Beil. Das wird wohl besser funktionieren. Und noch Wasser. Müssen wir mal gucken. Jawohl. Dann können wir gleich loslaufen. Einmal gucken. Das wir haben 3:53 Uhr, das ist gut. Erstmal die Pistole nachladen. Ist die voll? Ja, 15. Wieso habe ich denn 0 dabei? Ich habe doch Munition eingepackt, meine ich. Ja, 72 normalerweise. Ach, das ist der 10 mm, gut. Wollte gerade meckern, aber schon wieder zu Unrecht. Ja, siehst du, klappt doch. Jetzt habe ich auch die Uhrzeit oben stehen. Ich weiß nicht warum. Höchstwahrscheinlich haben sie das während des. Mir gestern hatte ich das noch nicht. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich finde das gut, dass da die Uhrzeit steht. So, wir gehen erstmal los in Richtung Grün. Und dann fällen wir uns ein paar Bäume. Eventuell finde ich auch unterwegs. Wie heißt das Zeug? Ein bisschen Kohle. Das wäre nett. Und ich gehe auch heute nochmal in die Mine rein. Vielleicht schaffe ich das noch in der Aufnahme. Die Aufnahme könnte rein theoretisch kurz werden. Ich muss heute noch ganz. Ich werde heute noch abgeholt. Aber wann ist noch nicht ganz genau raus? Ich nicht Kaffee irgendwo, na egal. Also bei den Landschaften hier muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht irgendwo runterplumps. Haben sie sehr schön gemacht. Das sieht wieder aus wie das erste Mal, als ich Random gesehen habe. Bisschen Wasser fehlt noch, ist klar. Aber das muss ja nicht alles sein. Ich finde das auf jeden Fall. Ich finde das Spiel jetzt schön. Wo habe ich das gesehen, wie das mit dem Angel gemacht wird? Auf der Dingsseite von Funpimps. So Molt oder so. Keine Ahnung. Nur ein Angel habe ich noch nicht fertig gekriegt. Und ich brauche noch ein bisschen Lehm. Habe ich kein. Ja, kann ich mir erstmal hier Lehm holen. Also so genau wie das funktioniert, habe ich noch nicht ganz raus, aber ich habe schon mal Forged Iron bekommen. Das finde ich gut. Da fahre ich voll drauf ab. Jetzt packen wir uns hier so 2-3 Handvoll Lehm. Also ich finde Alpha 13, wie sagte mein Sohn, ist teuer geworden. Das ist das Spiel haben sie unheimlich verteuert. Das heißt, alles, was wir herstellen können, ist jetzt doppelt bis drei oder viermal so teuer wie vorher. An den Zutaten jedenfalls. Komme ich auch nicht runter, oder? Nee. Ja, ich liebe sowas.
Warum ich bis jetzt erst einmal gestorben bin, weiß ich auch. Ich habe auf ganz einfach eingestellt. Ansonsten hätten mich die Zombies schon oft genug verprügeln können. Ja nun. Es muss nicht immer Varia sein. Wenn ich Varia nicht spielen kann, ist Feierabend, dann muss ich das eben akzeptieren und auf einfach spielen. Also bei den Prügeln, die ich schon gezogen habe hier im Spiel. Hört das wohl nie aus. Jetzt ja nirgendwo anhalten. Ich habe mich ja nicht leer gemacht. Ich habe ein bisschen Platz. Aber ich will mal gucken, wie das Baumfällen geht mit einer Faultier-Axt. Müsste ein bisschen besser sein. Die Hacke habe ich repariert. Ist auch schön. Ich glaube, ich laufe wieder auf die Straße, das wird einfacher werden. Ach, da haben wir ja schon den ersten Baum. Einmal gucken, die Beile raus. Jetzt 5. Jetzt mal umgucken, ist hier irgendwo ein Zombie bei mir in der Ecke, damit er mich nicht prügeln kann. Ich sehe keinen. Und los. Also richtig doll ist das jetzt auch noch nicht. Ja doch. Da kommt der erste Zombie schon wieder angewackelt. Gucken, was meine Pistole dazu sagt. Die hat bestimmt einen Beaker bei. Ist die jetzt tot? Ja. Kein Beaker. Naja, was soll's. Machen wir hier weiter. Ja, gut, eine Faultier-Axt ist natürlich jetzt nicht so was Besonderes, aber immerhin, ich kriege ein bisschen Holz. Und das geht besser als mit dem Steinbeil. Mal kurz ausruhen, er ist außer Atem. Und die Hacke ist halb runter. Ja nun. Die Beile. Erstmal auf die Ausdauer wieder warten. Ich glaube, zwei Bäume, dann muss ich die Hacke reparieren. Ich weiß noch nicht, wie viel die braucht zum Reparieren. Ich habe auf jeden Fall nicht vor, die kaputt zu machen. Immer schön die Bäume bis zum Ende hacken, weil wenn der Baum fällt, bekommt er jede Menge Holz. Das sind hier in dem Fall ungefähr 100. Werde die mal reparieren. Jetzt habe ich 6 Forged Iron. Und ich bin mal gespannt, wie viel er mir abzieht. Ein, das ist schön. Ein ist in Ordnung, damit kann ich leben. Also ich finde das Inventar, also die Herstellung von Getränken oder von Essen,
bin ich besser geregelt als vorher mittlerweile, weil ich drauf klarkomme. Ist übersichtlich. Und auch das Herstellen von Material ist besser geworden, finde ich. Natürlich muss man sich mit dem Baum ein wenig auskennen, ist klar. Also mit dem Herstellungsbaum. Aber habt ihr gesehen, jetzt habe ich 100 Block gekriegt und der Baum ist weg, ist in Ordnung. Ich könnte jetzt natürlich sofort hingehen und Woodframes draus machen. Wie viel zieht er dem denn ab? 21, das ist schön. Oder 20. Ist auch schön. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich Steinbeile hasse, ne? Bestimmt. So, da können wir uns eine Mahlzeit zusammenkloppen hier mit dem Zeug. Und ich guck mal nach, ob ich noch irgendwo andere Bäume finde. Jetzt wird es langsam grün hier. Ich hoffe es. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Schweine oder so. Ist immer noch schön früh am Morgen. Einmal Ausdauer. Habe ich nicht irgendwo einen Kaffee? Ja. Da ist ein schöner dicker Baum, den hole ich mir. Da sind mehrere schöne dicke Bäume. Aber erstmal mache ich hier die Zombies weg. Da weiß ich noch nicht, ob der wieder aufsteht. Ja, habe ich mir gedacht. Jetzt geht das Zombie-Schießen natürlich auch schöner mit einer Pistole. Auch kein Thema. Ja, ist ein schönes Spiel. Dank meiner Einstellung sterbe ich nicht mehr so oft wie in 12. Alpha 12 war wirklich nichts für mich anscheinend. Und hauen wir uns den Baum mal weg. Mal wieder zurück zur Straße. Den Boxer killen, Cassius. Oder muss ich jetzt heutzutage Klitschko sagen? Keine Ahnung. Steht er wohl nicht wieder auf, oder? Nee. Ich werde auch ein wenig, wenn ich finde, Kohle abbauen. Auf die Beile achten, nicht, dass ich mir die doch noch kaputt mache. Sehr schön. Hat jetzt fast 800 Holz. Ist aber immer noch nicht viel. Vielleicht komme ich auf 1000.
wenn der Baum fällt. Nee, ich schaffe ihn nicht. So, schön weggehen. Ja gut, den Samen nehme ich mit, den pflanze ich bei mir an. Weil Bäume werden hier wohl öfter noch, wir brauchen öfter wohl noch ein bisschen Holz. Machen wir den hier noch weg. Und das Mädel da, was so liebevoll am Geifern ist. Wo ist die Schnecke jetzt? Ah, da. Eine kranke Schwester. Immer noch kein Biker, aber was soll's. Biker werden wir ganz bestimmt irgendwo finden. Ich bin überzeugt davon, dass wir irgendwann auf einen Pillenladen stoßen. Und dann haben wir 3 Stück oder so. 5. Dürfte 20 Stück abziehen. Die Beile. Na, 17. Das ist ja auch schon wieder ein bisschen kaputt. Hab jetzt beim Benutzen von Lady Weapons bin ich wieder aufgestiegen, das ist auch schön. Das Punkteverteilen hier ist genauso teuer geworden wie alles andere. Wenn du irgendwo Level 13 bist oder so, dann brauchst du auch 13 Punkte zum Aufsteigen. Und ich weiß nicht, wie viele Punkte im Moment man kriegt, wenn man aufsteigt. Gucke ich gleich nochmal nach. Ja, 102 haben wir gekriegt, das ist schön. Gut. Was schön geworden ist, dass hier die Dead Eisen, was hier aus den Steinen rauskommt, 1:1 umgewandelt wird ins Crib Iron. Ja. Ich wollte aber jetzt keine Schüsse verstreuen. Ich wollte eigentlich ein bisschen besser treffen als mit dem Bogen. Jawohl. Vielleicht kriege ich das Rehmädchen da vorne ja auch noch. Nee, die hat den Braten gerochen. Komm, ich will den Hirsch jetzt treffen. Ja, getroffen habe ich, dann rennt er weg. Mist. Mal gucken, ob ich ranpirschen kann. Diese Steinblöcke, die jetzt in der Landschaft stehen, haben meiner Ansicht nach kaum noch Nutzen. Die stehen da einfach nur. Wo ist jetzt der Dreh? Oder der Hirsch?
Na gut, hat er sich verpieselt. Einmal aufstehen. Ach da. Versuche mal einen Körpertreffer zu setzen. Wenn das nicht klappt, dann hole ich mir das Schwein. Obwohl hier Reh braten wir auch schön. Links war gerade Kohle. Da komme ich doch nie wieder raus. Oh Mann, naja gut. Ne, ist keine Kohle. Aber reingucken kann ich. Die Machete will ich haben. Die Laser will ich haben. Und den Stock nehme ich auch mit. Ja, da kommen sie wieder an. Ach, da vorne ist auch ein Zeltlager. So, Level 14, ich dürfte 14 Skillpointe gekriegt haben. Ja, ich schau mal nach. Null, nee. Habe ich keinen gekriegt, schade. Also, dass die Uhrzeit jetzt wieder da ist, finde ich toll. Muss ja auch mal gesagt werden. Pistolenteile. Ist voll, schade. Das will ich alles haben hier eigentlich. Kann ich irgendwas wegpacken? Ich glaube, den kenne ich schon. Und pack dafür, jetzt sind mehr die Shotgun Shells rein. Da habe ich noch ein paar Frames, dann kann ich Frames machen. 1000 ich mal aus in der Reihenfolge hier. So, von 204 will ich Frames machen. Finde ich die blöden Frames schon wieder nicht.
Müsste ich 24 machen ungefähr? Ne, 20. 21. Dann müsste das rausgehen. Jawohl. Passt doch. Muss ich mal gucken, was ich jetzt mitnehme. Dose kann ich mitnehmen. Ist schon mal klar. Das Stöckchen brauche ich nicht. Naja, egal. Nehmen wir die auch mit. Und den müsste ich da eigentlich lernen können. Okay. Gut, dann haben wir hier mehr schlecht als recht geschafft. Hier ist, glaube ich, auch noch was drin. Die kann ich anziehen. Ah, ja, aber nur wenn sie drin liegt. Die kann ich mitnehmen. Machen wir die nochmal raus. Und anziehen. Und den kann ich scrappen. Ja, hoffentlich sterbe ich jetzt. Raus aus dem Menü hier. Ist du bist. Ach so, der hat sich durchgekloppt. Ja, stimmt. Ah, nee. Durchschlagskraft der Knarre finde ich gut. Jetzt noch irgendwas, was ich mitpacken kann, oder? Oh Mann. Und dann wäre es das mit meiner Moon auch gleich vorbei. Jetzt brech ja wohl zusammen. Moment. So, Ruhe ist. Was liegt denn da? Eine Papiertüte, stimmt. Jetzt kann ich mir... Oh, guck mal, das ist aber schön. Dass sie die eingeführt hatten, habe ich schon gesehen. Als ich hier ein bisschen Test gespielt habe. Ja gut, dann mache ich die erstmal frei, dann laufe ich da einmal rum, damit ich die auf dem Radar habe, auf der Mappe habe. Ja, habe ich. Ah, ey, wo kommen die alle her? Stirbt. Blutig, nee, blutig nicht, das ist schön. Dann machen wir noch mal ein bisschen Levelcraften hier. Ein paar Zombies wegmachen. Der ist auch tot, so gut wie. Jawohl, haben wir doch. Gucken, ob die irgendwas bei haben, was ich gebrauchen kann. Ja, das kann ich auch gebrauchen. Das ist schön, wenn ihr euch selber zerstört, aber damit komme ich auch keinen Schritt weiter im Level.
verlässt sich sofort. Einmal wieder hochgucken, ob noch irgendwo einer rumrennt hier. Ein Bär. Der kloppt sich mit einer Krankenschwester. Trotzdem mache ich den Bären noch nicht. So wie ich mich kenne, wird der nur. So, ich muss einmal gucken auf die Map. Wo hatten wir hier die Höhlensysteme? Das war ungefähr hier. Da setze ich einen Wegepunkt. Und dann laufen wir da mal hin. Ich meine, ich hätte da gesehen, dass da auch Eisen abzubauen ist, aber ich weiß nicht mehr wo. Wo war der Hirsch? Ich kann den doch sowieso nicht mitnehmen. Ich habe keinen Platz. Schade. Also querfeld einlaufen ist hier ziemlich schwierig geworden. Weil die Berge kommst du nicht mehr hoch. Und ja, die Richtung ist auch schlecht zu halten. Ob das Spiel jetzt schwerer geworden ist oder ob ich wegen meiner leichten Einstellung so halbwegs drauf klarkomme, das weiß ich nicht. Müsste das mal ganz kurz nochmal, mache ich aber privat, in einem privaten Spiel. Werde ich mal versuchen, das auf den früheren Einstellungen Varia und viel Zombies. Zombie sparen auf High. Neverscan hat sich auch geändert. Hat sich, habe ich bei Hirnsturz gesehen. Fand ich ganz klasse. Da war doch wieder ein Schwein, ne? Komm ich hier runter? Also nicht gerne. Neun Uhr. Das wären dann 4 Stunden gespielt. Ich denke mal, das muss ich mal einmal rechnen. 9 Uhr, 3 Aufnahmen am Tag. 4, 8, 12. Nee, geht nicht. 5 Stunden müsste ich spielen. 5, 15, 6 Stunden. 6 Stunden müsste ich spielen. Das heißt, von 4 und 6 ist bis 10 Uhr. Ja. Dann können wir gleich in einer halben Ingame-Stunde die erste Pause machen. Aber was bin ich froh, dass ich gesehen habe, wie das funktioniert, wie das ungefähr funktioniert mit dem Anvil. Den Computer, der ganz rechts auf dem Menü zum Reinlegen war, also wo der Anvil und die komische Zange gewesen ist. Das habe ich auf der auf der Seite von Joel gesehen, genau. Wo ist denn mein Dingen hier wieder? Da ist mein Haus, da. Da gehen, da wieder rauf, und da wieder runter und da wieder rauf. Ja, schön. Na Grad, gut. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Der Kaffee ist wohl aufgebraucht. Habe ich eigentlich Federn und Eier bei? Dann könnte ich nämlich Nester sammeln. Nö, nee, nicht, dass ich sehe. Muss ich mit leben. Es
Pistolenbuch habe ich auch noch nicht gefunden, aber wie gesagt, es ist Tag 5. Am Nachmittag müssten wir die Bücherei nochmal durchsuchen können. Nicht das Pistolenbuch, na ist egal. Das Pistolenbuch habe ich doch, das war doch das zweite, was ich gekriegt habe. Ich bin froh dabei. Dann hoffe ich mal, dass die Aufnahme funktioniert, aber ich glaube schon. Hat ja gestern auch geklappt. So sehr weit könnte es nicht mehr, müsste es nicht mehr sein, weil wir haben ja schon die Fahne ist schon größer geworden. Das finde ich auch eine ganz tolle Sache, dass man jetzt ungefähr sehen kann an der Größe der Fahne in dem Moment oder an der Größe des Hauses oben in dem auf dem, was ist das, Kompass, wie weit man ungefähr entfernt ist. Das finde ich ganz klasse. Ja, mal gucken. Da sind wir. Wo ist der Kompass? Der steht da. Ja. Meist haben wir geschafft. Neverscreen ist mittlerweile, glaube ich, an... ja gut. An den Häusern und den Landschaften, Quatsch hier, random ist, random, ist mit den Häusern und den Landschaften hier bald genauso schön wie Neverscreen, wenn ich das so richtig sehe. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Muss hier außen rumlaufen, glaube ich. Ja gut, da ist wieder ein nettes Mädchen, eine nette Schwester. Die schlagen sie auch gegenseitig ab. Ja, drei Schuss, drei Treffer, das ist gut. Jawohl, ja, so will ich das, so muss das. Da könnte ich jetzt auch durchgehen, aber ich will erstmal nochmal die Höhlen wieder haben. Die waren hier in dem Gebiet irgendwo mit den vielen Verwerfungen. Und eigentlich müssten die da jetzt hier auch irgendwo schon fast zu sehen sein. Durst. Ich auch Hunger. Ja. Ja, jetzt sind wir in dem direkt fast auf der Fahne. Und da dürfen die sein. Jetzt muss ich hier wieder bloß runterkommen. Einmal die Fackel an.
So, und ich glaube, da war ich noch nicht. Sind hier noch Pilze? Dann sehe ich das hier. Ja, dann war ich hier auch schon. Hier ist eine durch diese hohle Gasse. Dann gehen wir mal ab in das Herz der Erde. Aber nicht mehr jetzt. Ich denke, ich mache eine kurze Pause. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich sage ciao, ciao und bye bye.